Heute mache ich eine Wanderung durch die Feuchtgebiete von Neer, einem Dorf, das an der Maas zwischen Venlo und Roermond liegt. Nicht weit weg von dem kleinen Yachthafen starte ich meinen ca. 13 Kilometer langen Rundweg. Ich befinde mich jetzt auf einer Fußgängerbrücke, die über den Meerweg führt. Dieser kleine Fluss mündet wenige Meter später in die Maas. Kurze Zeit später erreiche ich ein von Wassergräben durchzogenes Feuchtgebiet. Von daher sollte man dieses Gebiet nicht unbedingt mit Turnschuhen betreten, sondern vielmehr mit solidem, wasserabweisendem Schuhwerk. Ein Wasserlauf taucht auf. Wahrscheinlich führt er zu einem der zahlreichen Baggerseen, wo Kies abgebaut wird. Ich erfahre, dass die ganze Umgebung von einer Firma aufgekauft worden ist, damit sie im großen Stil Kies abbauen kann. Eine regelrechte Seenlandschaft ist dadurch entstanden. Mein Weg führt mitten hindurch. Ich biege nun in einen landwirtschaftlichen Weg ab, auf dem ich die nächsten 2 Kilometer bleiben werde. Schön zu sehen, die endlos lange Reihe mit den ausgewachsenen Bäumen, die den Weg von den umliegenden weitläufigen Feldern abgrenzt. Ein Vogelschutzgebiet taucht auf. Was auf der Landkarte als See eingetragen ist, dürfte in Wirklichkeit ein Überschwemmungsgebiet für die Maas sein. Bei Hochwasser steht hier garantiert alles unter Wasser. Ich gelange an die Stelle, wo ich einen Blick auf die Maas werfen kann. Genau hier mündet auch ein weiterer Wasserarm, der als Anlegeplatz für kleinere Schiffe gedacht ist. Ich gehe nun landeinwärts und erreiche das Dorf Buggenum. Ein schmaler Heckenweg führt am Dorfrand entlang und lädt dazu ein, in die angrenzenden Gärten zu schauen. Mein Weg hat im weiteren Verlauf die unterschiedlichsten Gesichter. Mal ist er eine kleine Straße, tja, und mal ist er ein Wiesenweg,
und schlängelt sich zwischen einer Weidelandschaft mit Kühen drauf, um dann etwas später in eine Dorfstraße überzugehen. Vorbei an einigen alten Ziegelhäusern geht er dann über in einen Feldweg, der unter Hochspannungsmasten führt. Ich erreiche den Hellensche Beek. Er ist einer der drei kleinen Nebenflüsse vom Nährbeek, den ich ganz am Anfang über eine Fußgängerbrücke überquerte. Vor mir liegt das kleine Dorf Nunhem. Auf einer Wiese nah am Ufer ist eine hölzerne Sitzbank. Hier mache ich eine kleine Pause und schaue versonnen auf das Ufer mit den Gärten, die dahinter liegen. Vorbei an der sechseckigen, formschönen Mariakapelle von Nunhem biege ich in einen Pfad ein, der direkt am Hellensche Beek entlang führt. Ich finde den Wasserverlauf speziell in diesem Streckenabschnitt besonders reizvoll. Obwohl das Flussbett nicht sehr breit ist, gibt es dennoch mehrere kleine Inseln mitten im Fluss. Es gibt gerade Streckenabschnitte, wo der Fluss einem Wassergraben ähnelt, und es gibt die Abschnitte, wo er in vielen engen Kurven durch urwüchsigen Wald sich schlängelt. Ganz typisch in den Niederlanden ist die Durchquerung von Weideland. Das entweder durch Trittroste, Gatter oder auch über provisorische Trittstufen betreten wird, wie hier zu sehen ist. Der Hellener Beek mündet in den Nährbeek. Ich erfahre, dass es hier viele Biber gibt. Einen indirekten Beweis dafür erhalte ich kurze Zeit später. Hier war der Biber fleißig zur Gange. Mittlerweile soll es so viele davon geben, dass man sie schon dezimiert hat. Ich überquere die stark befahrene N273.
Der Nährweg ist nun deutlich breiter geworden, denn alle Wasserarmen dieser Gegend sind nun vereint und fließen zusammen bis in die Maas und dann weiter bis an die Nordsee. Erreiche ein Gatter, aufmachen und vor allem wieder zumachen. Darauf sollte man schon achten. Heute sind allerdings keine Tiere auf dem Wiesenstreifen. Hinter dem zweiten Gatter ist der Wanderweg gesperrt. Ich gehe trotzdem weiter. Im Notfall kann ich ja wieder zurückgehen. Nach einem Kilometer erfahre ich den Grund für die Sperrung. Man hat hier einen neuen Deich hochgezogen. Von hier oben habe ich einen fantastischen Blick auf den weiteren Flussverlauf mit der Kirche von Heer im Hintergrund. Ich habe nun die Flussseite gewechselt und gehe direkt am Ufer entlang. Dicht schmiegt sich der Weg an eine Mauer. Die angrenzenden Grundstücke liegen alle etwas erhöht. Das hat seinen Grund, denn bei Hochwasser ist das alles hier unter Wasser. Ich habe die Flussseite noch einmal gewechselt und genieße den malerischen Ausblick auf die Friedesse Mühle. Sie stammt, wenn man von der Jahreszahl auf dem Maueranker ausgeht, aus dem Jahre 1727. Ihren Namen Friedesse Mühle verdankt sie dem damaligen Besitzer mit dem Rufnamen Fried. Ab 1997 setzte sich eine Gruppe Einheimischer für die Restaurierung dieser Mühle ein. Es entstand eine neue Schleuse und ein neues Wasserrad wurde installiert. Seit 2002 mahlt die Mühle wieder und man kann sie von Mai bis Oktober an jedem Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr besichtigen. Es geht weiter. Von der Mühle aus sind es schätzungsweise noch 1,5 Kilometer flussabwärts. Tja, und dann erreiche ich die Stelle, wo ich den Nährer Weg endgültig verlasse und mich mit einem letzten Blick von dem Fluss verabschiede. Eine schöne Wanderung geht zu Ende.